Gelernt hat. Läuft schon. Geht das? Alter, was geht ab, Leute? Die Bubble Tier. Mit krasser Soundqualität heute. Wir waren schon auf dem Weg nach Hause, draußen. Da haben wir unseren Kollegen, den Cut-Journalist hier noch getroffen. Der Sonntag, 5 Uhr irgendwie noch vorbeischaut beim Event. Ich dachte mir, gut, das Event will ich mir jetzt nicht entgegenlassen. Und ja, ich wollte nicht spielen, weil ich nicht zufrieden mit meinem Deck bin. Ich spiele die Monarchen Super Quantum Variante. Aber ich denke eben, dass die mit Chicken Game besser funktioniert und konstanter ist. Ja, und deswegen dachte ich mir, heute mal nicht. Und 15 Euro kann ich mir sparen für Regionals oder sowas. Ich habe immer noch keine EM-Quali, also lieber dafür sparen als für so ein Event. Aber du kannst ja eigentlich hier testen und dann für Regionals spielen. Ich könnte testen, ja. Aber für mich ist es einfach rausgeschmissenes Geld so. Und da geht er doch lieber ins Kino damit, ne? Ich gehe lieber ins Kino. Der hat schon im Kino. Deadpool. Sollte mal reingehen auf jeden Fall. Wie war der Film? Wie war der Film? Ja, echt super. Das Ding ist, also wenn man Action mag und so weiter, und Marvel natürlich, ne? Sollte man reingehen. Rating von 0 bis 10. Ich würde gerne eine Review dazu machen, aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Also, ich fand echt gut, also... konstante 8 von 10. Weil, also ich bin nicht der Action-Fan, so richtig. Aber es hat eben auch so ein paar Messages, die man nicht so ganz versteht. Also erst beim zweiten hinblicken. Also, ja, ich finde es auf jeden Fall gut. Du kommst aus Köln, oder? Ich komme nicht direkt aus Köln, sondern eben nebenan. Ich kann mit der S-Bahn direkt reinfahren. Ist also ziemlich leicht. 20 Minuten praktisch mit der S-Bahn. Okay. Aber und wo warst du gestern dann? Ich habe gestern den Stream einfach geguckt, von zu Hause aus. Ziemlich angenehm. ich dachte mir, lieber den Stream gucken als zu spielen, okay, ist immer so eine Sache, ne? Aber was mit deinen YouTube-Aufgaben? Ja, du bist doch krasser YouTuber. Ich hier darf man frei filmen, im Gegensatz zu einem Konami-Event. Das stimmt, also man kann frei filmen, ja. Aber ich denke mir, Complexity hat eben eine komplette Coverage für sich. Also die laden auch immer die Top 16 Decklisten hoch und so weiter. Filmen, ich meine, stellen auch Fotos hier online ins Internet. Warum sollte man dann als YouTuber nochmal zusätzlich eine Coverage machen? So, das ist auch irgendwie überflüssig. Also ich bin immer so jemand, der sagt, okay, wenn ich als Einziger die Möglichkeit habe, Decklisten zu zeigen, dann zeige ich die euch so. Aber wenn ihr auf anderen Wege bekommt, dann lieber eben auf der Webseite oder sowas. Also, ja. Und gestern halt lieber später aufstehen, ausschlafen. Da war es mir zu viel, noch eine Deckliste zu schreiben, so, da hatte ich keine Lust mehr drauf, also einfach chillen. Im Gegensatz zu uns, wir sind 12 Uhr nachts losgefahren, 6 Uhr früh angekommen, direkt zum Turnier. Also, jeder wie er will einfach, aber ich hätte euch echt nicht hier erwartet, um ehrlich zu sein, in Köln einfach. Ihr wollt uns auch nicht, wir wollten auch gar nicht fahren. Doch, na klar wollten wir. Wir sind jetzt krass geworden, deswegen überall. Wie sieht es bei dir aus? Du hast ja jetzt ein bisschen umgestellt auf Englisch auch noch. Wie läuft das so? Ja, nur die letzten zwei Videos. Man kriegt natürlich immer wieder Kommentare, die sagen, oh, mach wieder auf Deutsch und so weiter. Und dann gibt es einen Insta-Dislike. Ich hatte auch eine Diskussion mit einem, der gesagt hat, okay, das Video ist super, aber ich hasse Englisch als Sprache einfach und gebe deswegen Dislike. Sorry, ist jetzt halt so. Und so, denke ich, sind auch die ganzen anderen Dislikes entstanden und so weiter, weil sie eben ja, relativ intolerant sind gegenüber der Sprache. Aber da ich das sowieso immer auf Deutsch untertitel, ist das eben kein Problem eigentlich. Und ich denke, man kriegt immer Kommentare von anderen. Also wenn du auf Deutsch Videos machst, dann kommen die Engländer und sagen, mach doch mal Videos auf Deutsch. Und andersrum natürlich. Und wenn man eben international werden will, dann muss man wahrscheinlich damit klarkommen. Und ich versuche das halt so ein bisschen. Ich habe mit euch ein Interview gemacht und ihr habt gesagt, ja, das ist auf jeden Fall sympathischer, wenn man eben als Deutscher deutsche Videos macht. Und ich stimme auf jeden Fall zu. Ich möchte aber auf jeden Fall mal was ausprobieren. Und das ist natürlich immer riskant. Aber an sich lohnt sich das für mich immer und ich habe auch Spaß beim Dreh gehabt, von daher. Und wie hast du das jetzt geplant? Wie oft kommen englische Videos? Nächste Woche wieder auf Deutsch. Und ich denke einfach, wenn ich so ein heikles Thema habe, was dann auch ein paar Engländer interessieren könnte, dann mache ich ein englisches Video draus und untertitel das dann einfach auf Deutsch. Ich denke, das ist nicht so richtig das, was die Leute wollen, weil man abonniert ja immer, wenn man den Content erwartet, auf Deutsch, auf Englisch, also ein Engländer erwartet wahrscheinlich nicht deutschen Content, auf einmal kommt dann deutscher Content. Aber ich denke, ich will es mal probieren. Und wenn ich was damit erreichen kann, mir geht es eben darum, einfach vielleicht eine Message daraus zu bringen und dann bin ich damit zufrieden. Ja. Auf jeden Fall, das nächste Turnier ist ja das große, ist ja die deutsche Meisterschaft. Ja. Wirst du dann auch da sein?
Bin ich mir nicht sicher, ganz ehrlich. Ich habe überlegt, ich habe überlegt, zur belgischen Meisterschaft zu gehen, weil die erstens tatsächlich von hier aus näher dran ist. Also ich brauche nur 2 Stunden anstelle von 2,5 zu fahren. Man ist nur einen Tag da anstelle von 2. Ich kann also einfach hinfahren und dann wieder zurückfahren. Total chillig. Und es gibt auch super Preise. Also die Top 64 kriegen die Matten im Gegensatz zur Top 28, aber in Relation ist es wie einfach. Ist ja auch einfach vielleicht zu gewinnen, oder? Ja, eben. Also ich denke, der Wettbewerb ist nicht so krass. Viele sagen dann, okay, deutsche Meisterschaft ist das Prestige-Event, so, man möchte deutscher Meister werden, weil man Deutscher ist und so weiter. Hier haben wir einen ex-deutschen Meister. Schaut, was aus dem geworden ist. Das ist das nicht. Ja, also jeder wie er will, richtig aber... Richtig Prestige. Ja, also... Schade. Ja, also ich bin mir noch unsicher, weil ich könnte eventuell bei der belgischen Meisterschaft auch nicht dabei sein, weil ich da irgendwie wegfahre oder sowas. Da muss ich eben nochmal abplanen. Und dann, wenn ich da nicht kann, dann gehe ich natürlich zur deutschen Meisterschaft. Also, geil. Ja. Ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich auf der EM wieder. Ja, aber du musst natürlich das Mikrofon zu dir halten. Auf der EM wieder? Ja, auf der EM, ja, ich hoffe. Also ich muss eben noch eine Quali kriegen, aber ich denke Silvercards, also Dünnwald ist ja am 2. April, Ende April sind nochmal ein paar Regionals. Sollte klar gehen. Also, ja. Sollte klappen. Ich bin zuversichtlich. Wir freuen uns dann auf dich, auf jeden Fall, wenn du in der EM dabei bist. Ja. Und ich EM wird geil. Berlin. Wir fahren nach Berlin. Ja. Ansonsten noch irgendwelche letzten Worte. Shoutouts. Naja, alle, die mich vielleicht von meinem Kanal her kennen, auf eurem Kanal, als Doppelt-Fans, ich weiß auch nicht. Steh selber hoch. Ja. Nee, und ich weiß auch nicht. Vielleicht sehen wir uns dann auf den nächsten Turnieren oder sowas. Einfach alle, die mich kennen. Und ja, euch noch viel Erfolg auf eurem Kanal. Ich habe noch eine Frage. Ja. Kennst du den leidenden Dennis von Team Ragnarok? Ja, klar. Und seinen Channel? Ja. Also er hat jetzt aufgehört. Oh, wieso? Er hat zu viel geleidet, zu viele Leiden. Zu viele Leidensgeschichten. Aber mehr können wir nicht sagen, also das liegt an ihm. Jawohl. Ich denke mal, dass er zu viel zu tun hat. Was meinst du dazu? Also er meinte, er hatte halt nicht genug Zeit, sein Leben und YouTube unter einen Hut zu bringen. YouTube ist eben so eine Sache, ne? Also man muss schon Zeit investieren. Und wenn man die Qualität erhalten möchte, ich habe gesehen, er hat an seinem Logo gearbeitet, an seinem Intro und so weiter. Das heißt, er wollte die Qualität hochpushen, aber dann wurde es wahrscheinlich zu viel Zeit und Arbeit für ihn. Und es ist viel Arbeit. Das sehen eben sehr wenige Zuschauer. Und wenn man die nicht investieren kann, dann ist es halt leider so. Also schade eigentlich. Also ich persönlich mochte die Videos. Ist doch gut für uns. Ich denke, je mehr YouTuber es gibt, desto mehr kriegt man auch so seinen Stil, also das, was man sehen möchte, kriegt man dann so präsentiert. Dafür kann man eben auch mehrere Kanäle abonnieren, so ist es ja nicht. Man hat nicht nur einen Favoritenkanal, sondern eben mehrere Kanäle, die man gerne guckt. Also ja, vielleicht gibt es dann irgendwann einen Ersatz für Team Ragnarok, aber jeder ist eben einzigartig, deswegen glaube ich nicht, dass es wirklich einen Ersatz gibt. Wie kriegst du das unter einen Hut? Weil deine Videos sind ja auch qualitativ sehr hoch. Also ich kann gerade tatsächlich sehr viel Zeit investieren, weil ich eben noch nicht studiere, weil ich ja auch gerade keine Schule habe. Ich habe ja letztes Jahr mein Abi gemacht. Das heißt, ich bin praktisch gerade total frei. Ich kann alles machen, was ich möchte, muss aber dann eben noch darauf aufpassen, dass ich eben auch mich weiterbilde. Ich möchte eben 3D-Design und so weiter, visuell irgendwas machen, und da muss ich die ganzen Programme lernen. Das heißt, da muss ich irgendwie auch ein bisschen aufpassen, was ich da plane und so weiter. Aber ich habe vergleichsweise auch wieder mehr Arbeit, muss mich jetzt nicht irgendwie mit Arbeit, Studium und so weiter beschäftigen. Von daher kriege ich das schon irgendwie hin. Aber ich denke, man muss sich auch irgendwie daran halten. Also wenn du ein Video geplant hast, erstmal durchplanen, den Dialog oder sowas, was soll im Video vorkommen und so weiter. Das ist für mich eben ziemlich wichtig. Also ich plane immer... Das wäre für mich auch wichtiger. Ich plane gerne Videos, tatsächlich. Und es sollte nicht gestellt sein, aber das ist eben sehr schwer. Und das merkt man natürlich bei dem Kanal auch. Aber ihr versucht es, das finde ich gut. Ja. Wir sind halt sehr spontan. Ja, also das ist eben auch ein Videostil. Ich bin dann halt ein bisschen anders. Naja. Ja. Alles klar, danke dir. Danke dir, Mann. Gerne. Wenn euch unser Video gefallen hat, checkt uns noch unsere anderen Videos ab. Ansonsten liken und subscriben unten. Kommentiert alles, wenn ihr wollt. Checkt unsere anderen Sponsoren noch ab. Unsere Facebook-Seite wird auch immer neu aufgefrischt. Ansonsten leidet es nicht.